Herzlich begrüßen hier bei einem weiteren HR-Talk am Freitagvormittag. Freue mich ganz herzlich hier. Jetzt bin ich noch ein bisschen irritiert, weil auf Restream kommt nämlich das immer noch nicht. Aber das ist ja immer ein bisschen mit Zeitverzug. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass wir da draußen halt schon sind. Ja, auf YouTube sehe ich mich auch. Also nochmals. Ein herzliches Hallo in die Runde von meiner Seite. Ich bin Björn Niggemann, bin der Moderator bei uns bei Congress Media und wir machen jeden Freitagvormittag hier unseren HR-Talk begleitend zu unseren virtuellen Veranstaltungen auf der Shift HR, wo wir uns ja nicht erst seit der Pandemie, aber natürlich mit der Pandemie verstärkt rund um die digitale Transformation in HR und Personalmanagement beschäftigen und da immer wieder Veranstaltungen machen und einen Erfahrungsaustausch initiieren und aktuelle Trends und Themen diskutieren. Und als Begleitformat dient halt unser wöchentlicher HR-Talk, wo ich mir immer wieder einzelne Experten oder Expertenteams einlade und wir einfach mal für 45 Minuten hier ein Thema und die Personen dahinter diskutieren. Und heute freut es mich ganz herzlich, hier das Thema VR und 3D-Welten im Themenfeld Corporate Learning zu diskutieren. Angekündigt war ja da die Wilma Hartenfels. Ehrlicherweise habe ich da die Terminkoordination verzockt. Ich stehe dazu. Die Wilma hatte das, ja, wie auch immer, war halt jetzt da nicht mehr verfügbar. Wir hatten uns da irgendwie aneinander vorbei abgesprochen und habe dann aber noch kurzfristig ein kompetentes Ersatzteam gefunden, die halt auch mit der Wilma sehr viel Austausch haben und sich mit diesem Themenfeld beschäftigen. Das ist zweigestaffelt. Zunächst darf ich jetzt erstmal in dieser Runde als ersten Gast bei mir begrüßen, den Sven Semmet von der Asima. Hallo Sven. Hallo Björn. Ja, freue mich, spontan dabei zu sein. Genau. Genau, ganz spontan reingerutscht und als weiteren spontanen Gast bekommen wir dann noch hoffentlich zu ab 11.45 Uhr, er ist nämlich noch im Workshop, den Henning Behrens. Aber vielleicht erstmal zu dir, Sven, du warst schon, bist ein bekanntes Gesicht in der Diskussion rund um das Thema digitale Transformation der Organisation und HR, warst lange Zeit beim großen blauen Technologieriesen gearbeitet, bist jetzt bei Asima. Da kannst du gleich uns nochmal dazu einen Einblick geben, was ihr ganz konkret macht. Es ist immer noch im HR-Themenfeld, beschäftigst dich natürlich da mit dieser Transformation, bist da schon lange dabei. Freut mich, dich dabei zu haben und bist auch, interessierst dich auch für natürlich Corporate Learning, aber da dann auch für 3D-Welten und ja, VR-Welten, virtuelle Welten. Und da habt ihr sowohl mit der Wilma als auch mit der Katrin Bischoff als auch mit dem Henning Behrens ja so einen kleinen VR-Explorer-Team-Initiative gestartet, wo ihr euch immer mal wieder austauscht. Und von daher hast du dich da auch natürlich interessensmäßig sehr tief schon reingearbeitet. Aber vielleicht ein persönliches Wort vorab. Wie geht's dir aktuell? Alles prima. Thanks God it's Friday, sagt man ja nicht. Also von dem her spannende Themen, gerade aktuell rund um die digitale Transformation, absolut. Alle, die sich, glaube ich, in diesem Umfeld bewegen, muss man ja schon ein bisschen als, ja, ich weiß gar nicht, ob das negativ klingt, aber ein bisschen Profiteure der Pandemie auch bezeichnen, auch wenn wir da natürlich viel zu tun haben. Aber die Pandemie hat definitiv der digitalen Transformation einen enormen Push gegeben. Und endlich sind die Corporates aufgewacht und haben erkannt, in der digitalen Welt kann man ganz viel tun, was echt Sinn macht. Sind Sie noch nicht überfordert? Weil jetzt muss ja eigentlich alles von jetzt auf gleich passieren, oder? Ja, du hast recht, teils.
Teils, teils. Geht es den Corporates nicht anders wie den Schulen? Da ist ein schöner Vergleich dazu da. Der ein oder andere hat ja mit seinen Schulkindern da enorm Erfahrungen gesammelt. In Corporates geht es teilweise ähnlich, ja. Zum Glück stellen die sich aus meiner Sicht ein bisschen professioneller auf, als die Schulen es gerade aus meiner Sicht tun. Aber ja, die Corporates ja, müssen Vollgas geben und dann hängt es so ein bisschen von der Unternehmenskultur natürlich ab, dass das ein oder andere Unternehmen sich in den letzten Jahren, da fällt ja ganz gerne der Begriff agil, entsprechend schon agil aufgestellt hat und in der Lage ist, solche schnellen Anpassungen zu machen, auch ins Risiko zu gehen oder eher halt noch verhalten zu sein. Ich habe gerade so ein paar Projekte bei Versicherungen. Ich glaube, die haben es noch nicht verstanden. Also Versicherungen ist ein Thema, die muss man noch ein bisschen abstauben. Obwohl die ja viele, ob die ja, obwohl die ja eigentlich, wir sagen ja immer, ein großes Problem haben in den Branchen und Themenfeldern, wo wir natürlich zum einen irgendwie so eine Umgebung. Kraft, also die klassischen Office Workforce Worker haben sozusagen, die natürlich und Knowledge Worker, die natürlich ganz schnell ins Digitale transformieren können und eigentlich an anderer Stelle dann noch Prozess, Transaktions- und auch also Fabrikarbeiter haben, die nicht so einfach transformieren können. Und eine Versicherung stellt sich jetzt für mich erstmal eigentlich so, das sind ja alles Knowledge Worker, ne? Ja, absolut, sind White-Collar-Worker im Müssen Vergleich es ja zu den Fuß. einfacher haben. Ja, genau, sollte eigentlich einfach sein. Ja, aber ja, ein bisschen staubig kommt es so rüber und die Geschwindigkeit, die ich mir da vorstelle, ist eben nicht so gegeben wie jetzt, sage ich mal, die ganze Automobilbranche. In der Automobilbranche sind wir gerade echt flott unterwegs, aber ich glaube, die haben einfach auch vor der Pandemie schon erkannt, wir müssen hier schnellere Transaktionen machen und das hilft natürlich jetzt auch im Digitalen. Und wenn wir dann Richtung Lernen kommen, da geht es ja dann auch gleich mit Henning nochmal drum, in der VR-Welt oder in der Zusammenarbeit dann in der VR-Welt. Gerade im Lernen habe ich ja auch zum Glück mit dem Think Tank Learning ein paar Thesen formulieren dürfen. Und die erste These ist immer so meine Lieblingsthese. Das Remote wird das New Normal sein. Und das Thema Präsenz wird eben zukünftig eben die begründete Ausnahme, haben wir es formuliert sein. Und ich glaube, das ist das, was eben das Spannende zukünftig sein wird, dass wir uns in Präsenz zu einer begründeten Ausnahme sicherlich wieder treffen, wenn natürlich die Sicherheit gewährleistet ist, eben entsprechend am Endeffekt sicherlich, wenn wir alle mal geimpft sind, wenn die Herdenimmunität entsprechend da ist oder zumindest die entsprechenden Hygienekonzepte funktionieren, also dass die Gesundheit hier nicht gefährdet ist, dann wird es sicherlich begründete Ausnahmen auch für Präsenzveranstaltungen geben. Aber sonst wird eben das Thema Remote tatsächlich das Normale sein für uns, definitiv für die ganzen Knowledge Worker, genau wie du es nennst. Bleib mal kurz noch mal dazu, was du halt machst. Du bist bei Asima. Ihr seid im Trainingsumfeld unterwegs. Was macht ihr ganz genau? Ja, die Asima ist ein kleines kanadisches Softwarehaus, seit 20 Jahren am Markt im Umfeld von Learnings tatsächlich. Wir haben vier Patente. Darauf basieren unsere Lösungen, speziell dort, wo wir Trainingsumgebungen anbieten. Die vier Patente ermöglichen uns, wir sagen im Vertrieb, 98% aller IT-Applikationen, Geschäftsapplikationen zu klonen. Also wir können einen Klon erstellen von der Produktivumgebung durch unsere Patente und spielen die auf eine IBM Cloud. Deshalb ist hier auch wieder der Bezug zu meinem alten Arbeitgeber da. Wir spielen quasi diesen Klon auf die Cloud und ersparen uns da eben ganz viel Trainingsumgebung. Typischerweise so aus dem SAP Blueprint hat man ja ein Entwicklungssystem, ein Testsystem, ein Produktionssystem
und theoretisch ein Schulungssystem. Dieses Schulungssystem fällt bei uns weg. Dadurch sparen unsere Kunden bis zu 70% an Aufwand, in der Schulungsumgebung herzustellen und die entsprechend auch zu pflegen. Über diese Patente haben wir eben eine Schulungsumgebung, die dann auch, und das ist das Schöne jetzt eben in dieser Remote-Arbeitsweise, 7x24 über jeglichen Browser zur Verfügung steht. Und die Lerner, die merken nicht, dass sie hier gerade ein Training nicht auf einem Live-SAP-System, Salesforce-System, Workday-System etc. machen, sondern durch diese Cloning-Technologie fühlt sich das System tatsächlich an, als ob es das reale System ist. Also du kannst Feldeingaben machen, du kannst Dropdown-Menüs aufklappen, du kannst Scrollbars entsprechend nutzen. Du machst quasi deinen kompletten Prozess in dieser Trainingsumgebung entsprechend in der Cloud, im Browser. Und das ist natürlich eine Lernerfahrung, die die Lerner machen, das didaktisch sehr, sehr effektiv ist, weil sie lernen dadurch Fehler zu machen und durch diese Fehler entsprechend den Prozess richtig zu bedienen. Das ist unsere Kernlösung seit 20 Jahren am Markt. Ja. Das ist ja letztendlich so ein Training on the Job, weil du arbeitest mit einem Realsystem, nicht mit irgendeinem Testsystem, Schulungssystem, was irgendwie besonders präpariert ist, sondern letztendlich ja in dem direkten Prozess ist, ohne dass du den Prozess, dass du wirklich im Prozess arbeitest an der Stelle. Absolut, absolut. Wir vergleichen natürlich nicht Theorie, sondern Praxis gleich kriegst. Genau, wir vergleichen es oft gerne, wir bauen die Flugsimulatoren. So ein Pilot, der trainiert ja Tage, Wochen, Monate lang im Flugsimulator, bevor er dann wirklich in eine Boeing oder einen Airbus einsteigt und dann mit möglicherweise 500 Passagieren über den Atlantik fliegt, trainiert er quasi im Flugsimulator. Wir bauen die Flugsimulatoren für jegliche Business-Applikation. Und es kann dort eben beliebig trainiert werden, bevor ich dann tatsächlich in die Produktivität rübergehe. Und auch dort haben wir dann die Möglichkeit, sogar noch zu supporten. Also so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die wir im Training haben, die können wir sogar rübernehmen in die Produktion und können eine intelligente Schicht über die Produktionsumgebung legen und dann diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, die der Anwender im Training hatte, dann tatsächlich über seiner Produktionsumgebung zu haben. Also echt exzellente Technologie, macht echt Spaß, in solchen Projekten zu arbeiten. Das ist ja eine Ausprägungsform von digitalen Lernkonzepten. Wenn man jetzt mal hernimmt, was gibt es im Moment gerade? Natürlich so Simulationen, das ist das eine, was ihr macht. Da gibt es aber natürlich noch den klassischen Live-Video-Workshop, der ja auch gern genutzt wird derzeit sozusagen als lernmethodischen Lernansatz. Dann gibt es natürlich dieses Flipped Classroom-Konzept, wo man Ressourcen bereitstellt und die Lernenden sich das selber beibringen und dann eigentlich nur so Interaktionssessions haben mit ihrem Fortbilder, Ausbilder an dieser Stelle, um Fragen zu spielen. Und dann gibt es natürlich diese dritte Ebene, dass wir das Ganze halt irgendwie auch mit so Mixed-Formaten dann natürlich in so virtuelle Welten rein transformieren. Also das ist nochmal etwas, was ich da sehe. Wo siehst du denn da, wie verteilt sich das denn gerade in der Anwendung auf der Unternehmensseite? Ich würde ja ketzerisch wahrscheinlich sagen, alle sind bei dem Live-Video-Workshop stehen geblieben. Genau, 3 Tage hintereinander, 6 Stunden Zoom-Session, so wie wir jetzt hier auch in der Zoom-Session sind, sodass du den Bildschirm und die Kamera irgendwann nicht mehr sehen kannst, wo es didaktisch natürlich auch enorm wichtig ist, auch mit einer Video-Session entsprechend gut zu arbeiten, weil da kennen wir ja auch schon die Fails in der Zwischenzeit, die es in so einen Video-Sessions entsprechend gibt und die sind auch absolut berechtigt. Also ich kann keinen Menschen 6 Stunden hier hinter einem Bildschirm setzen, auch keine 2x3 Stunden hinter so einem Bildschirm setzen und er soll was lernen, weil wir wissen schon seit 30, 40 Jahren, wie das Lernen funktioniert. Lernen wird eben nur durch die Anwendung wirklich bei uns verankert.
Man sagt ja grob, 70% des Wissens, was ich in einer Schulung erlerne, habe ich innerhalb 24, 48 Stunden wieder vergessen. Jetzt ist es natürlich hier, die Videokonferenz ist ja noch viel dramatischer. Ich schalte typischerweise, ich durfte Anfang der Woche tatsächlich mal in so einem Didaktik-Workshop teilnehmen, um Videokonferenzen oder Online-Trainings zu optimieren. Und die Trainerin quasi hat gesagt, nach 5 Minuten schon schaltet das Hirn quasi dieses monotone Format wiederum ab und ich nehme dann schon wieder wenig mit. Also die empfiehlt, alle 5 bis 7 Minuten eine Interaktion einzubauen in irgendeiner Form. Und wenn es nur hier in Zoom die Reaktionen sind, die ich hier sagen kann, ich stimme dazu oder das Beispiel gefällt mir, indem ich dann so ein Herzchen von den Lernern dann entsprechend erwarte in irgendeiner Aktion oder dass ich im Chat eben irgendeine Zustimmung, eine Meinung etc. dann im Chat abfrage. Also 5 bis 7 Minuten, sagt die, muss eine Interaktion passieren. Und deshalb ist es echt wichtig, diese Formate, die alle ihre Berechtigung haben, sicherlich dann in ihrer Wirksamkeit auch entsprechend abzubilden. Aber ich gebe dir recht, ja, wahrscheinlich sind in vielen Unternehmen gerade 70, 80, 90% der Lernformate oder auch der Workshop-Formate in diesen Videoplattformen aktuell abgebildet. Aber schön ist es eben, dass auch in der Zwischenzeit immer mehr Online-Formate eben adressieren, dass ich die Teilnehmer eben auch interaktiv mit einbinden kann. Also diese 5 bis 7 Minuten Interaktion dann entsprechend hier in unterschiedlichen Formaten nutzen kann. Von eben dem Whiteboard, was wir haben, ein Kanban-Board, was wir möglicherweise einbinden, was auch immer, eine interaktive PowerPoint oder Präsentation entsprechend, bis hin dann, was unser Thema ja heute auch ist, in die VR-Welt zu gehen, in die 3D-Welt zu gehen, wo ich dann eben als Avatar wirklich mitmachen kann. Wie wird denn jetzt das letzte Thema? Also das sehe ich ja schon so ein bisschen die höchste Stufe oder die höchste Reifestufe, ne? Also wenn man das ganze andere mal durchgespielt hat, dann kommt man zu dem VR-Thema, oder nicht? Ja, es hat seine Berechtigung. Und wenn wir den Status quo sicherlich von der VR-Welt oder AR-Welt anschauen, oder wir müssen noch ein bisschen differenzieren, das können wir dann gleich auch mit Henning sicherlich tun, die 3D-Welten, wie wir es hier auch bezeichnen, mit ihren Schwierigkeiten auch einfach an Technologie heute auch noch und ihren ja, begrenzten Möglichkeiten auch, die wir heute noch haben. Aber ich bin mir sicher, und deshalb habe ich mich da letztes Jahr auch von der Katrin Bischoff, du hast ihren Namen ja schon erwähnt, sie hat diese Initiative gestartet mit den VR-Explorern, sofort begeistert. Und wir treffen uns übrigens einmal die Woche, um uns da kontinuierlich auch aufzuschlauen und Formate auszuprobieren. Also jeden Donnerstagmorgen, 8:30 Uhr, treffen sich die VR-Explorer und lernen selber neu dazu und probieren aus. Vor einem Jahr mich da angeschlossen, weil ich glaube, die nächsten 3 bis 5 Jahre werden wir dort noch viel, viel mehr virtualisieren. Und speziell, wir nutzen ganz oft eben TriCAD. Der Markus Herkersdorf ist ja auch einer, der, glaube ich, bei dir schon war, oder? Ihr habt schon miteinander gesprochen, Bei Markus? uns, wir hatten schon mal einen Austausch, aber der war noch nie bei uns in der Ah, Veranstaltung drin. okay. Aber solltest du mal vielleicht auch einladen, weil der hat ja noch einen ganz anderen Use Case zusätzlich noch, wo wir vielleicht auch noch ansprechen in der nächsten halben Stunde. Der Markus Herkersdorf ganz klar sagt, wir werden in den nächsten 3, 5 Jahre nahezu alles virtualisieren und diesen digitalen Zwilling quasi bauen, wo er ja mit TriCAD entsprechend auch unterwegs ist. So, da kommt schon die Zustimmung, wie wir vorhin schon gehört haben. Alle 5 Minuten muss es hier eine Interaktion geben, damit die Leute dranbleiben. Wir dürfen den Henning bei uns in der Runde begrüßen. Hallo Henning, schön, dass auch du sozusagen kurzfristig hier eingesprungen bist in mein Malheur, was ich hatte, dass ich da leider die Zeit oder den Termin mit der Wilma falsch koordiniert habe. Du kommst frisch aus dem Workshop hier dazu, deswegen ein bisschen verspätet, aber vielen Dank, dass du da bist. Henning, du bist Berater und Experte für das Thema digitales virtuelles Lernen, 3D-Trainer, VR-Trainer etc.
Schön, dich erstmal dabei zu haben. Danke dir, Björn, und moin, moin Björn, und danke da sein zu dürfen, ja, und moin auch Sven, und schön, dich mal wieder hier zu sehen, ja, und die Welt ist ja immer wunderbar klein im Digitalen, ja, und ich komme aus Oldenburg bei Bremen, und eigentlich ist Oldenburg klein, und man läuft hier jedem über den Weg, aber im Digitalen ist es ja auch so, und ich komme hier immer gerade, wenn ich dich sehe, und aber dich natürlich auch, Björn, und ja, direkt aus dem Workshop, direkt aus natürlich, woher, aus einer 3D-Welt, ist bei mir inzwischen irgendwie klar, ja, und ich komme gerade aus einem Workshop für Virtual Teams, für Ned Cologne, die wir diese Woche ein bisschen beim virtuellen Arbeiten co-kreativ unterstützt haben. Und aufgrund des Talks haben wir jetzt 15 Minuten, 15 Minuten eher Schluss gemacht. Und das Team arbeitet jetzt kollaborativ gerade auf Miro weiter. Und wir treffen uns später auf Miro und dann irgendwann nochmal wieder in der 3D-Welt. Wie das so super heute ist. Was wir bisher diskutiert haben, war sozusagen so ein bisschen die Einstiegsfrage, die ich gestellt habe: Wo stehen die Unternehmen auf dem Weg natürlich zu den 3D-Konzepten und VR-Konzepten und ob sie nicht gerade noch alle in dieser Live-Video-Workshop-Thematik einfach hängen geblieben sind? Ja. Wie ist da kurz deinem? Du darfst erst was trinken, aber wie ist da nochmal dein Statement dazu? Also Sven hat das bestätigt und sieht, dass natürlich viele Chancen auch so indirekt sozusagen verpasst werden, natürlich. Ja, und ich glaube, das ist, man, ich nehme mal als Beispiel unsere Politik, die wir ja alle inzwischen kennen und in vielen Bereichen nicht so gerne mögen, vielleicht, ja, weil wir es einfach nicht hinkriegen, als Land zu impfen. Und warum nicht? Weil wir uns im Sommer einfach wieder ein bisschen zurückgelehnt haben, möglicherweise. Ja? Und im Learning und bei allem, was digitalen Tools und Entwicklung angeht, ist es auch so ein wenig so. Ne? Und gerade jetzt, ich sage ja, wir kommen aus Virtual Teams und was ja auch mit Lernen sehr, sehr stark verzahnt ist. Und merken wir es immer wieder. Und du hast Unternehmen, die sind jetzt ins Digitale gegangen und die sind den ersten Schritt zwangsweise gegangen. Ja, und dann bleiben sie stehen. Ja, dann bleiben sie einfach stehen. Ja, dann webexen sie und zoomen sie weiter. Aber mein Gefühl ist, dass man prozentual kann ich das nicht klar greifen, aber dass es mehr Unternehmen werden, die merken, Mist, ja, oder Scheiße, ne? Und es ist wirklich so, wir können nicht kreativ arbeiten. Das geht nur bedingt. Ja, wir brauchen einen Austausch und einen Raum, wo wir auch quatschen, wo wir netzwerken können. Wir wollen nicht nur produktiv sein. Ja, und das können wir auf Dauer einfach nicht. Dann knallt es da oben ein bisschen durch. Und dahingehend, also so ein bisschen ist die Entwicklung da. Und ich kann das auch noch an einem ganz klaren Case, also, ja? Ne, mach erst mal fertig. Also ich kann es auch noch an einem ganz... Gerne ganz klarer Case, genau. Ja, an einem ganz klaren Case festmachen. Wir haben jetzt vor 3 Wochen eine große Entwicklerkonferenz durchgeführt für Löwenstein Medical. Und diese Entwicklerkonferenz einmal im Jahr machen, im Analogen. Und dann gesagt haben, Mensch, ja, nützt ja wohl nichts, wir müssen ins Digitale gehen, und wollten es dann über ganz konventionell über Zoom Breakout-Sessions machen, dann hat der Tim von Löwenstein irgendwie mitgekriegt, dass wir in 3D einiges machen, und sagte, Mensch, ist es denn wirklich möglich, dass man über so ein Summit, der ging über 4 Tage, 200 Leute jeden Tag, also die 200 gleichen Leute, die haben 4 Tage kreativ gearbeitet in diversen 3D-Welten, ist es denn wirklich möglich, dass man netzwerkt, dass man austauscht, dass man wieder sein Teammitglied kennenlernt und dabei gleichzeitig arbeitet und produktiv, co-kreativ ist? Und ich habe gesagt, ja, wenn eure IT das macht, dann ist das möglich. Ja? Das beste Feedback kam am Abschluss von ihm selber, wo er wirklich am Tag später dann zu mir sagt, Mensch, das Unternehmen bewegt sich das erste Mal seit Monaten wieder. Und weil einfach dieser Austausch über diese 4 Tage, das müssen nicht immer 4 Tage sein, ja, sondern nur, das war der Case jetzt, weil dieser Austausch stattgefunden hat. Und der geht über digitaler Zwilling, da sind wir auf dem Weg dahin, ja, aber über VR, 3D-Welten
ziemlich gut. Die Immersion, die sorgt einfach dafür, wenn du so einen Avatar durch die Gegend steuerst und dann denkt unser Gehirn, wir sind das, ja, und wir bewegen uns und wir bauen auf einmal so eine Nähe auf und können wirklich wieder netzwerken, quatschen, Spaß haben und in eine Welt verabschieden, die außerhalb des Zoom-Dunstkreises liegt. Also wir müssen ja jetzt, wir dürfen ja, glaube ich, jetzt nicht Zoom dagegen halten oder WebEx, wenn natürlich das ganz oft angeführt wird, aber das ist natürlich die schlechteste Variante. Wenn wir jetzt mal Teams oder sonstige erweiterte, webbasierte 2D-Welten hernimmt, wo man natürlich noch Interaktionsräume hat, Chaträume hat etc., da ist ja durchaus mehr möglich als jetzt hier jetzt nur in so einem platten Zoom-Videokonferenz. Was bietet jetzt aber darüber hinaus sozusagen einfach dieser 3D-Raum? Wir sprachen vorhin davon aus, dass wir natürlich Kreativität entfalten wollen in Workshops, im Lernen, wir Interaktionsmöglichkeiten haben wollen. Sven, wir sprachen vorhin da schon, dass wir natürlich auch wenn wir richtig lernen wollen, nicht nur Theorie lernen wollen, sondern wir wollen Praxisanwendung, sei es halt irgendeine ein System, eine Lösung, sei es eine Maschine etc., die wir ganz konkret anwenden wollen und selber bedienen wollen an dieser Stelle. So, und da setzt der Nara genau sozusagen hier diese dritte Dimension für mich an, was ich dann irgendwann mit einer Videokonferenz, auch mit einer Chat-Applikation daneben, dann irgendwann nicht mehr schaffen kann, ne? Oder? Also da setzen doch die Potenziale an im Vergleich jetzt. Also nicht mit Zoom vergleichen, sondern mit Zoom mit plus Chat-Applikation, Teams und so weiter. Ja. Also, Sven, willst du? Und ich habe gerade so viel geredet. Oder? Ich kann auch ein bisschen. Ich kann mal anfangen und du ergänzt dann an einer Stelle, ganz klar. Schön, dich zu sehen, Henning. Hat mich auch gefreut. Das Thema der Zusammenarbeit tatsächlich in der 3D-Welt unterscheidet sich halt schon von dem, dass wir jetzt egal in welcher Videokonferenz mit zusätzlichen Systemen hier entsprechend agieren, indem ich mich eben einfach da können wir jeden nur motivieren, es auch einfach mal auszuprobieren, sich tatsächlich mit seinem Avatar in diese 3D-Welt zu begeben oder mit seiner Darstellung, muss man ja so sagen, es ist ja nicht überall immer einen entsprechenden Avatar, und dort eben einfach tatsächlich mal mit einem One-to-One-Gespräch oder dann aber gleich im nächsten Schritt auch sicherlich mit 3 Personen, mit 5 Personen, mit 10 Personen auszutauschen. Und dieser Austausch, der dort entsprechend stattfindet, und diese Interaktion, die fühlt sich halt schon echt nahezu an, als wäre man tatsächlich im gleichen Raum. Und das ist ja das, was wir hier tatsächlich über die Videokonferenzen nicht schaffen. Wir sind eben dann nicht gefühlt im gleichen Raum und wir können auch nicht diese Emotionen entsprechend so zeigen, wobei da sicherlich die ein oder anderen Plattformen auch in der 3D-Welt, in der VR-Welt noch Nachholbedarf haben, diese Emotionen entsprechend aufzunehmen. Aber alleine schon tatsächlich die Gestiken aufzunehmen, dann aber auch basierend der Akustik dort entsprechend zu agieren, das fühlt sich eben schon an, tatsächlich wie wenn wir tatsächlich im gleichen Raum sind, in der gleichen Konferenz sind, im gleichen Workshop entsprechend sind. Und das ist der wesentliche Unterschied 2D-Welt, 3D-Welt. Aber für Gestiken, dann brauche ich ja schon sozusagen eine VR-Brille und so ein Handcontroller, mit dem ich halt wirklich gestikulieren kann, oder? Mit so einem kleinen 3D-Welt, wo ich dann so ein Avatar mit einer Maus rumschiebe und ich dann doch noch draußen am Bildschirm sitze, erziele ich das doch noch nicht, oder? Urigerweise schon. Das ist ja wirklich, das ist ja das wirklich perplexe. Also du weißt es ja, und ich arbeite jetzt ja schon seit einigen Jahren in 3D-Welten. Und es überrascht mich wirklich immer wieder. Das ist echt so, es ist, wenn man das sagt, klingt man wie, als wenn der Großvater irgendwie so eine Geschichte erzählen würde, ja. Aber es ist wirklich so. Und allein, dass ich Maus und Tastatur habe und dass ich vor dem Bildschirm sitze und dass dieser Avatar mein Stellvertreter ist, ja, wie Sven das eben auch schön bildhaft geschildert hat, dass ich den steuere, und dieses Gemeinschaftsgefühl geht auch, wenn ich so, ja, in meine 80 Zentimeter vom Bildschirm sitze und dann auf die Maustaste drücke, um zu winken, ja? Also das Avatar-Winken jetzt, ja, oder zu klatschen. Und
Das entwickelt sich tatsächlich und dafür reichen Maus und Tastatur und Bildschirm auch total aus. Und ist seit Jahren ja auch bereits erwiesen. Ja? Also Forschung entsprechend gibt es da ja auch. Und natürlich ist die Immersion, ja, also das Eintauchen in eine virtuelle Welt über hier VR-Brillen und Co. Weitaus intensiver. Weitaus intensiver. Also das, Ja, also wenn du die Session über eine VR-Brille machst. das wirkliche subjektive Erleben sozusagen, dass man in dem Raum ist, weil das steckt ja Ja, hinter der Immersion drin, ne? Also genau. dass man Ja. wirklich sich in dem Raum reinfühlen kann, ne? Genau. Ja. Genau. Das ist natürlich höher, ja. Aber der Punkt ist der, und erstmal das Thema Kosten, Umsetzung und Co. Ja, und mach mal so ein Summit jetzt mit 200 Leuten oder auch einen Workshop jetzt diese Woche mit 12 Leuten in VR, mit VR-Brillen. Schöne Grüße an Thorsten Fell, ja, und den ja auch mit Sicherheit viele kennen. Ja, aber eine typische VR-Session mit einer Brille geht eine Stunde. Was kannst du in einer Stunde schaffen? Ne, das ist dann die andere Geschichte. Und wenn wir in 3D-Welten über Maus und Tastatur gehen, Stand jetzt, ganz einfach, um Niko Kovac zu zitieren, ja, dann ist es so, dass es möglich ist, ja, auch stundenlang, 6 Stunden lang oder so in der 3D-Welt zu sein. Bei dem Summit waren wir jetzt 4 Tage lang, jeweils 7 Stunden pro Tag, ja, waren die alle da und die waren von vorne bis hinten alle dabei. Ja, und das kriege ich über Teams und Co. nicht generiert, weil ich mich einfach nicht in diesen Avatar, in diese Welt reinversetze. Ja? Und 3D-Brille ist besser, aber da sind wir noch nicht. Ja? Nicht auf Dauer, ja? Also auf 3 Stunden-Workshop. Sven möchte gleich was teilen, aber kurz vielleicht einen Punkt noch. Ihr sprach da eben schon Nähe und Entfernt ein an, was ich ja durchaus auch als spannendes Konzept finde, dass man natürlich in so Räumlichkeiten, auch in den 3D-Räumlichkeiten, sozusagen mit dem Avatar, so dieses Stimmengewirr hat. Da hinten spricht einer, aber ich bin hier und das ist viel lauter. Also da sozusagen diese akustische Entferntheit oder Nähe, die da natürlich repräsentiert wird, was natürlich auch ein weiteres Konzept ist, was wir jetzt hier in so einer 2D-virtuellen Welt nicht haben, ne, an dieser Ja, Stelle. ja. Und was das Ganze unterstützt, ne, was auch wirklich Sven. ein Kriterium ist für eine gute 3D-Welt, ja. Und der Ton muss da super sein. Also gerade Akustik kann ich vielleicht als erstes aufgreifen. Sieht man jetzt schon das Bild, was ich teile? Yep. Okay, Ja, perfekt. ja. Also hier seht ihr jetzt übrigens der mit dem Rücken hierher, der mit der roten Jacke bin ich und der im ganz gelben Anzug ist üblicherweise Henning an der Stelle. Eine von den beiden Damen, die hier sind, ist tatsächlich auch die Wilma, die hier mit uns zusammen gearbeitet hat. Aber um das Akustik zum Beispiel aufgreifen, man sieht hier diese grünen Linien. Das ist der Akustikraum zum Beispiel, wo jetzt eben diese 4 Personen sich auch nur alleine hören. Und so kann ich dann entsprechend hier um einen Arbeitsraum, auch einen eigenen Akustikraum entsprechend aufmachen. Und so lassen sich dann ziemlich schnell eben auch Gruppen zusammenfügen. Ihr seht hier hinten jetzt auch zum Beispiel ein paar Whiteboards stehen an der Stelle. Also man hat flexibel eben sämtliche Medien zur Verfügung, um dann auch Zusammenarbeit zu ermöglichen. Also ich kann so einen Akustikraum natürlich auch um ein Whiteboard einfach machen. Und das ist eben diese Flexibilität. Es muss nicht großartig entsprechend vorgeplant sein. Ich habe diese Flexibilität hier ad hoc und kann das realisieren. Und wir arbeiten jetzt hier, da haben wir jetzt einfach mal ausprobiert, mit den unterschiedlichen Möglichkeiten hier auch kreativ zu arbeiten. Wenn ihr den kleinen Elefant hier seht, den Tisch hier seht, den Zylinder hier seht oder unterschiedliche Modelle, wir sind hier in der Lage, tatsächlich kreativ zu arbeiten mit Standardformaten, wobei die schon recht weit gehen. Oder ich kann natürlich aus der 3D-Welt auch entsprechende Modelle aus dem 3D-Design wiederum hier rein
importieren, um dann zum Beispiel an einem Motor zu arbeiten mit entsprechenden Motoringenieuren oder an irgendeinem anderen Objekt entsprechend zu arbeiten. Und mein Avatar hat eben, so wie es der Henning auch gerade beschrieben hat, hier sämtliche Möglichkeiten, wie wir hier quasi als Mensch auch agieren werden, hier sich in diese Workshop-Formate einzuklinken. Also der wesentliche Vorteil ist dann letztendlich natürlich einfach die Interaktion, dass wir die Interaktion mit anderen Workshop-Teilnehmern einfach natürlich hier noch stärker leben können, also diese Immersion, und dass wir natürlich den Gegenstand, über den wir reden, halt plastischer machen können und erlebbarer machen können. Das sind, würde ich jetzt mal sagen, das sind für mich so die zwei wesentlichen Vorteile gegenüber einem Workshop in einer erweiterten 2D-Welt, oder? Wollen wir mal wieder runternehmen? Oder Max, willst du noch was weiter? Ich wollte den Henning fragen, ob er Henning noch auf irgendwas hinweisen will an dem Bild. Ja, und den dritten Punkt, danke dir, Sven, Björn, ist, im Marketing heißt es Storytelling, ja, oder auch als Methode ist es Storytelling. Und wir haben hier ein automatisches visuelles Storytelling. Und das darf man nicht unterschätzen. Das ist das Überpro sozusagen. Du lockst dich ein und du betrittst eine Welt. Und ich kann mich an diese Szene nicht nur an das Standbild erinnern, sondern mein Gehirn weiß ganz genau, wo ich vorher gelaufen bin. Ja, und weiß, ne, wenn wir das Bild nochmal nehmen, ne, hinten links haben wir den Kickoff gemacht mit dem Philipp, mit der Katrin und so weiter, haben wir den Kickoff gemacht und sind dann in diese Gruppe rübergegangen, über die Wiese rübergegangen. Ja, und dieses Storytelling, das manifestiert den Scheiß in deinem Gehirn so unglaublich, als wäre das fast echt. Ja, das ist Harald Schirmer, der ja auch bei unserem VR-Explorer dabei ist, hat es auch einmal in einer Session gesagt, ne, dieses Gefühl, und du kannst dich daran erinnern, als wäre es echt. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, ja, aber ich mache ja viel unter dem Claim, einfach verbinden wie in echt, und das ist riesig. Ja, und dadurch merkst du dir den Mist. Ja, denn wir wissen ja alle, dass wir nun mal visuell denken, dass die nachwachsenden Generationen, ich habe ja auch so drei Kinder von 0 bis 7, dass die automatisch, dass die Gehirne mehr in Bildern denken, mehr in Videos denken, noch mehr in Geschichten und Bildern denken als wir. Ja, und sowas unterstützt das natürlich. Genau, also hier zum Beispiel nochmal das andere Bild, etwas nach hinten gerückt. Hier gibt es die zweite Audiozone. Hier haben wir zum Beispiel ein Lagerfeuer. Und ich kann mich noch immer gut erinnern, als wir zum ersten Mal mit Henning, Harald und Co. im Lagerfeuer, ich glaube letztes Jahr im Juni, Juli oder sowas saßen und morgens um 8.30 Uhr am Lagerfeuer unsere aktuellen Geschichten ausgetauscht haben. Sowas kann ich halt eben tatsächlich nur in der 3D-Welt machen. Das ist übrigens über meinem Namen hinten in der Ecke. Ja, da hat das stattgefunden. Ja, ja. Genau da. Ja. Sehr schön. Und, ja, und das sind diese Geschichten, die dann dafür führen, dass das Arbeiten und Lernen dann heutzutage, würdest du sagen, nachhaltiger ist. Ja, und da, wo ich gesagt habe, das bleibt einfach besser im Kopf, dadurch, dass diese automatische visuelle Story dabei ist mit Laufen und sowas, ne? Wo du ja auch die Abgrenzung, Björn, zu Teams und so hast. Du brauchst Teams, keine Frage. Du brauchst auch Miro und andere Tools, die sind unglaublich wichtig. 3D ist jetzt hier nicht die Weltherrschaft und Erfindung für alles, aber für Live-Sessions, damit die wirklich im Gehirn bleiben, wo du wirklich arbeiten möchtest, wo du kollaborativ sein möchtest, ist das meiner Meinung nach wirklich etwas, was im Moment mehr als Azure ist und auch notwendig ist, um Unternehmen auch voranzubringen. Jetzt haben wir so viel über die tollen Potenziale gehört, also, aber nichts kommt ohne irgendwas, was man auf dem Weg dann trotzdem als Herausforderung lösen muss. Was sind denn die Herausforderungen? Sven, ich kann ganz viele auszählen. Ich hab vorher angefangen, Henning, wenn du noch nicht da warst. Die Technologie ist sicherlich noch lange nicht so weit, wie wir das in 3 bis 5 Jahren erwarten. Ich habe den Markus Herkersdorf da auch kurz zitiert, der eben, du hast es, glaube ich, mit dem digitalen Zwilling dann noch mitbekommen, der hier einfach sagt, wir haben da noch enorm viel zu tun. Es funktioniert schon ganz viel, aber die Technologie spielt schon eine Rolle, und da darf man auch
Ja, nicht auf jeden Euro, glaube ich, schauen aktuell gerade, sondern du brauchst echt Performance. Wir erleben Performance natürlich sowohl im Rechenzentrum notwendig, um den 3D-Raum herzustellen. Vor einem Jahr sind wir gestartet mit einer Kapazität von maximal 35 Personen im Raum. In der Zwischenzeit können wir bis zu 500. Ich weiß nicht, wie die Limitation, da kannst du vielleicht mehr dazu sagen, auch bei anderen sind. Wir können bis 500 Leute in der Zwischenzeit in Räume gehen, mit aber dann entsprechend auch wieder eingeschränkten Funktionalitäten. Das ist einmal im Rechenzentrum und der Lerner oder der Teilnehmer zu Hause braucht natürlich auch eine entsprechende Infrastruktur. Wir sind natürlich jetzt hier alle optimal ausgestattet. 100 Megabit DSL-Leitung entsprechend, hoffentlich bald ein gutes Glasfaser, um einfach diese Daten auch zu schieben. Das merken wir aber auch schon in der ein oder anderen Videokonferenz, dass es da noch wackelt oder auch das ein oder andere Tools hat noch seine Schwierigkeiten. Bei Teams erlebe ich das immer noch häufig auch, die dort mit Performance-Problemen haben. Also auch von den Teilnehmern braucht man natürlich entsprechend auch Technologie. Also da sind wir noch lange nicht ausgereizt und erst recht nicht, wenn wir jetzt zukünftig natürlich noch viel mehr mit mobilen Devices auch noch dazu kommen. Auch da ist ja die Limitierung in der 3D-Welt auch noch da. Aber das wird natürlich richtig cool, wenn ich mit meinem Mobil-Device zukünftig eben von überall her in die 3D-Welt eintauche. Also ich würde mal sagen, Technologie ist noch ein Thema, und die anderen Herausforderungen, Schwierigkeiten kann der Henning aus seinem tagtäglichen auch noch berichten. Ja, genau, danke, danke. Ja, genau, ne, das ist Technologie natürlich, ja. Und ja, man muss sich das aber dann ja auch so vorstellen. Diese Dinger waren ja auch nicht immer so klein, ja. Und also ich erinnere mich noch an Michael Douglas aus Wall Street, wo er mit seinem Mobiltelefon, was gefühlte 40 Kilo wog, am Strand stand, ja, und telefoniert hat, ja, wie in so einem Krieg. Und also Nur dahingehend. telefoniert hat. Ja, nur telefoniert hat und der Call hat wahrscheinlich $500 gekostet, ja. Ja, also wir entwickeln uns ja. Genau. Ja, und das Thema ist eben Technologie. So viel Internet brauchst du gar nicht. Ja. Und das brauchst du gar nicht. Also eine Standard-Session von einer Client-basierten 3D-Welt verbraucht nicht mehr Internet. Sagen wir es einfach mal Internet. Ja, und das einfach zu halten, als in der normale Zoom-Session oder so ein Skype-Call oder so ein Teams-Call oder sowas, ja. Und wenn du einmal drin bist, ist das wenig. Bis du drin bist, ist der Aufwand hoch. Ja, und das ist eben genau der Punkt, ne? Und du musst das runterladen, ja, es müssen Proxys und diese ganzen IT-Geschichten müssen freigeschaltet werden. Es ist einfach ein Tool. Es ist nicht ein Link, ein webbasierter Spaß, wo wir uns mal eben über einen Klick einloggen, sondern wir haben tatsächlich so ein bisschen Reisevorbereitungen, nenne ich das immer, die wir treffen müssen. Wie als würden wir zu einem richtigen Workshop, zu einem richtigen Event gehen. Ja, und ja, ich muss das runterladen, 10 Minuten fürs Runterladen. Und wird nur mal 1 GB zwischengeparkt auf deinem PC. Oder auf der Mac, ja, wenn wir bei Tricad bleiben oder auch bei Vivella, bei den großen Welten, die diese Funktionalitäten einfach gut auch für Corporate und stabil für Corporate derzeit bieten. Und du hast einfach ein bisschen mehr Aufwand. Du musst Aber das ist vielleicht. ein schöner Vergleich, Henning. Machst du ja Ja? tatsächlich. Ich habe in der Vergangenheit, wenn ich auf eine Konferenz gefahren bin, habe ich auch Reisevorbereitungen getroffen. Diese Ja. Reisevorbereitungen, wie komme ich jetzt hier von Stuttgart nach Hamburg? Ich muss vielleicht ein Hotel buchen, weil ich morgens um 8 schon da sein will. Und wo ist denn dann in Hamburg entsprechend die Konferenz? Brauche ich da irgendeine Legitimation, in diese Konferenz überhaupt reinzukommen? Also das ist ähnlich vergleichbar. Und deshalb brauche es auch, und da wollte ich eigentlich drauf rauf, Henning, da hast du natürlich auch enorm viel Erfahrung, im Vorfeld natürlich das vorzubereiten, aber du brauchst natürlich hier auch ja, 3D-Weltenleiter, quasi Konferenzleiter. Du brauchst eben die Logistik, die im Hintergrund arbeitet. Du brauchst aber auch welche, die dann, das haben wir ja jetzt ein paar Mal ausprobiert mit unseren VR-Explorern, Leute, die dann im Raum die Newbies dann auch im Ankommen helfen und unterstützen dann auch wieder kreativ in der 3D-Welt zu arbeiten. Also wir brauchen dort auch Trainer, würde ich mal sagen, aus meiner Welt, wo ich komme, Learning, sind es auch Trainer und es sind eben zukünftig eben die 3D-Welt-Trainer, die gewisse Kompetenzen auch entsprechend haben müssen. Definitiv, also Der Skills müssen Trainer, auch erwerben. der irgendwie ein bestimmtes Thema vermittelt, ist das eine, aber hier geht es ja auch noch sozusagen um die Skill, sozusagen das erleben zu können, ne? Also in diesem Moment
die Teilhabe machen zu können, was ja halt auch nicht gelernt ist. Auf einer Konferenz wissen wir irgendwie natürlicherweise, wie wir uns da verhalten. Der eine, obwohl auch da wissen wir es nicht. Ne? Der eine ist eher schüchtern, nimmt dann nachher weniger mit von der Konferenz. Der andere ist eher extrovertiert, vernetzt sich mit dem, nimmt ganz viel von der Konferenz oder von dem Workshop halt mit. Und das muss natürlich auch hier in diesem virtuellen Raum anleiten und natürlich Personen oder Rollen dafür haben, die darauf abgestellt sind. Also es sind schon einige Sachen. Also es ist nicht so einfach zu sagen, okay, jetzt haben wir hier eine 3D-Welt, jetzt machen wir einfach mal unseren Workshop in 3D, sondern es bedarf schon einiger Vorüberlegung und Vorbereitung, oder? Ja, ich hätte da dazu gefügt, Henning, du darfst gleich. Wir haben, glaube ich, alle Erfahrung aus der Präsenzwelt. Es hat sich gelohnt, auf diesen Workshop zu fahren oder auf die Konferenz zu fahren, oder es hat sich nicht gelohnt. Und woran machen wir fest, es war gut oder es war nicht gut? Das ist vergleichbar hier tatsächlich zu den neuen Technologien. Dass es sich eben lohnt, für jemanden Zeit und Geld zu investieren, tatsächlich hier auch mit neuer Technologie kreativ, produktiv entsprechend zu arbeiten. Ja. Definitiv. Ja, und lohnt tut sich das natürlich nur, wenn das ganze Paket gut ist. Ja, und denn wie bei, ne, du sprachst die Realität an, und das ist auch mein Beispiel einfach immer dafür, ja, wenn du in der Realität einen Workshop machst, ja, und du setzt deine Pfeife als Trainer rein, ja, da kann die Location noch so geil sein, der Workshop ist scheiße. Ja, und darf man hier so reden, Björn? Ja, darf man. Gut, ja, und dann habe ich das ja klar auf den Punkt gebracht. Und einfach. Aber Gleiches gilt ja auch, wenn der Trainer toll ist und die Workshop andersrum, die Location nicht funktioniert, dann ist es auch Mist gewesen. Also. Genau, richtig, ne? Weil das Licht blöd reinfällt, weil es zu warm ist, ja, du kannst das Fenster nicht aufmachen und die Klimaanlage nicht anmachen und diese typischen Probleme aus der Realität, die haben wir nicht, aber die kannst du in 3D eben abpuffern, ja, und durch ein vernünftiges Onboarding. Und was, ja, aber dafür hast du andere Probleme, oder nicht? Nein. In der 3D-Welt hast du deine eigenen Probleme, oder nicht? Nö, und der Mülleimer ist da nie voll und da ist immer genügend Flipchart-Papier da und der Kuli ist nie alle, also dein geht. Du hast auch viele Probleme nicht, die du sonst hast. Aber ich kann mich verlaufen, die Räume sind falsch, die virtuellen Räume sind falsch konzipiert, genau. Ich kann mich verlaufen, finde nicht, wo was irgendwas ist, habe keine Transparenz über das, also das ist doch das Gleiche, ist doch das Gleiche in Grün, oder? Das ist das Coole, das Verlaufen geht nicht mehr. Björn, weil wir können dort, wo wir ja alle danach streben schon lange, wir können die Leute in einen Raum beamen. Also dort kommt das Thema Beamen ja jetzt tatsächlich wieder funktionierend in Einsatz. Ja. Björn, du wirst einfach in den Raum gebeamt. Wenn du dich verlaufen hast, ne? Aber Björn, ich weiß, was du meinst, ne? Aber auch da denk an die Realität. Und bei welcher Location verläufst du dich? Bei welcher Location hast du Probleme mit dem Beamer? Und bei der blöden Location, ja, wo auch dein Event-Organisator, dein Workshop-Organisator, das Team im Hintergrund einfach cool ist, ja, nicht so gut ist. Ja. Und in 3D ist wirklich sehr, sehr wichtig, je größer das ganze Event wird, ob es jetzt ein typisches Learning-Event wird, ein Workshop und so, wie jetzt diese Woche, ja, oder größere Events wie das Summit, was auch immer. Das Onboarding ist unglaublich wichtig. Ne? Das Pre-Boarding, die Pre-Event-Phase, die Pre-Workshop-Phase, wo die IT mit einbezogen ist, wo die jeweiligen Stellen mit einbezogen sind. Dann das Onboarding eines jeden Teilnehmenden, ja? Eines jeden Mitarbeiters, der da reinkommt. Also ich nehme einfach mal den Summit von den 200 Leuten. Die waren da alle drin. Ja? 2 oder 3 Minuten. Ja? Aber sie haben einmal das Tool gestartet, sie haben sich einmal angezogen, sie haben ein paar Schritte gemacht, sie haben das Mikro abgetestet und man konnte einen grünen Haken setzen und sagen, alles klar, das klappt bei dem. Für den typischen Teilnehmer reicht das aus. Wenn du dann noch einen Speaker hast oder jemand, ne, der einen kleinen Slot hat, dann musst du noch mal ein bisschen mehr geben. Ja, und dann musst du dir noch mal zeigen, wie entsprechend die Walls funktionieren. Ja, natürlich musst du dem ein bisschen mehr Input geben. Und du hattest ja auch die Skills angesprochen. Und diese Skills entwickeln sich dann aber wie in Realität. Also ein guter Trainer aus der Realität ist meiner Erfahrung nach auch immer ein guter bis sehr guter Trainer in der 3D-Welt. Ja, aber ein guter Trainer in der Realität ist nicht unbedingt ein guter Trainer in der 2D-Welt. Ja, weil ich selber habe ja auch weit über 10.000 Stunden in 2D-Szenarien irgendwelche Learning-Sessions durchgeführt, die letzten Jahrzehnte schon fast. Und
Und 2D ist anders als Realität. 3D ist sehr, sehr realitätsnah. Deswegen ist die Einstiegshürde dann auch im Thema Skills eigentlich geringer und, als in 2D-Welten. Prima. Wir sind schon über unsere vorgegebene Zeit hinaus. Es ist 12.18 Uhr. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Es gilt natürlich da weiter sozusagen ja, mit offenen Augen auf dieses Thema zuzugehen und immer wieder die Potenziale anzuschauen und es einfach sicherlich auch einfach mal auszuprobieren. Ja, der Sven schreibt hier nochmal irgendwie VR-Explorer.space, habt ihr da schon viele Sachen zusammengetragen und dokumentiert, was ihr halt irgendwie so ausprobiert habt. Ist sehr zu empfehlen, wenn wir auch nochmal in die Videokommentare reinschmeißen. Vielen Dank, dass ihr spontan so reingesprungen seid. Vielen Dank auch für die Zuschauer, die trotzdem dabei geblieben sind, obwohl ich jetzt hier statt einer Expertin zwei bärtige Experten nur angeschleppt habe. Aber ich denke mal, es war doch sehr, sehr lehrreich. Und ja, das mit dem Termin mit der Wilma, das habe ich mit ihr schon besprochen, den holen wir noch nach. Den werden wir ausmachen. In diesem Sinne, vielen Dank da draußen und euch nochmal, ihr bleibt noch kurz drin, aber wir verabschieden uns an dieser Stelle aus dem Stream und sind raus. Ach so, genau, den nächsten HR-Talk gibt es erst in 14 Tagen, weil wir nächste Woche unsere große Shift-CX-Konferenz haben und die darauffolgende Woche ist Karfreitag, da findet natürlich auch kein HR-Talk statt, also erst wieder nach Ostern. Bis dahin wünschen wir allen eine gute Zeit und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.